Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir brauchen noch einen Sieg für Gold 3. Wenn ich das geschafft habe, überlege ich mir, ob ich dann noch weiterspiele oder ob ich dann wirklich abbreche und sage, es reicht. Diese scheiß Kopfschmerzen wollen noch nicht weggehen, obwohl ich eine Tablette genommen habe. Ich habe leider keine Ibuprofen, deswegen musste ich Paracetamol nehmen. Ich glaube, Paracetamol funktioniert nicht so gut bei Kopfschmerzen, nach Ibuprofen besser. Aber egal, werde ich schon noch irgendwie schaffen. Und wie gesagt, ich will wenigstens noch einen Sieg und dann kann ich mir überlegen, ob ich weiterspiele oder nicht. Aber wie ich mich kenne, will ich eigentlich dann schon wenigstens noch Gold 3 schaffen. Also, was heißt Gold 3? Wenigstens noch Gold 2 schaffen. Und dann, wenn ich bei Gold 2 bin, denke ich mir wahrscheinlich, jetzt hast du noch, also wenn ich noch Spiele übrig habe, dann. Naja, wir schauen mal. Wo ist denn mein Wasser verdammt? Moment, das ist irgendwie umgefallen und liegt wo ganz anders. Grün-Gelb sollte passen. Ja, Team hat zwar ja eigentlich nicht so krass, muss ich sagen. Nicht so krasses Team, aber dieser Ederson, der ging mir jetzt schon ein paar Mal auf den Sack. Mal schauen. So, wir konzentrieren uns und versuchen vor allem nicht in die Verlängerung zu kommen. Das wäre mal ganz geil. Die Ecke, verdammt. Verstehe aber auch nicht, wieso so gerade erst den Ball nicht vorher bekommen hat. Einfach eine merkwürdige Formation. Es sind so viele Spieler da hinten. Peso. Ich hab's probiert. Ich war mit Sokrates dran. Ich habe alles gemacht. Ich hätte nur noch grätschen können und eine rote Karte bekommen. Das war das Einzige, was ich noch hätte machen können. Egal. Schade. Boah, nicht dahin. Immer in die Ecke. Fuck. Ich
Toll. Was macht er denn? Da habe ich wieder mit Vardy. Ist das schon wieder so ein Spieler, der einfach mit dem Stürmer zurückrennt und alles mit ihm probiert? Und jetzt hat er gewechselt. Ja, er hat die ganze Zeit Vardy gehabt und ist da sonst mal mit rumgerannt. Okay, das war eine super dumme Grätsche, wahrscheinlich rot. Ja, das war eine dumme Grätsche. Naja, sobald das 2-0 spielt, schießt, breche ich ab. Aber vielleicht ist ja jetzt wieder so Zauberei und plötzlich geht alles wie von alleine und ich gewinne dann hier. Mal gucken. Ich bin so müde und kaputt, ich habe echt keinen Bock mehr. Fuck, man, er hätte einfach mal das zweite Tor schießen können, damit ich hier abbrechen kann. Beim Einzel kann ich nicht abbrechen. Weil ich brauche nur ein Tor, das ist unentschieden. War leider viel zu unplatziert. Jetzt ist er in die Mitte gezogen. Was? Wieso ist denn das rot? Hä? Das ist doch kein Rot! Oh Gott, jetzt habe ich keine Sechser mehr. Der wird nicht lange dauern, bis das nächste Tor schießt. Oh, das verstehe ich nicht, wieso das rot war.
Oh Gott, zwei rote Karten ausgeglichen. Was ist los? Ja, aber das halten wir halt nicht. Also das halten wir halt nicht bis ins Elfmeterschießen. Ach, jetzt muss ich aber wieder warten, bis er zwei Tore schießt. Ja, wie gesagt, das halten wir halt nicht. Toll. Was, wer war denn da noch dran? Boah, ich habe doch auf passend gedrückt, also. Okay, ich brauche wahrscheinlich zwei rote Karten, um gut zu spielen. Hä? Was ist denn hier los? Ja gut, jetzt führe ich sogar. Jetzt muss ich mich natürlich anstrengen, dass ich die Führung nicht abgebe und im besten Fall noch ein drittes Tor schieße. Okay, also mit zwei roten Karten hat noch niemand gegen mich gewonnen und ich habe auch noch nie verloren mit zwei roten Karten. Jetzt muss ich eigentlich auf Fünferkette gehen und komplett defensiv spielen, oder? Ja, wenn ich schlau bin. Ich glaube, das zählt nicht, oder? Ich glaube, ich muss es nochmal machen. Ja. Goal for the visitors. Number 18, Charles Andrews. Scheiße.
Nice luck. Ich hab's probiert. Was soll ich machen? Ich hab's probiert. Wenn ich ins Verlängerung komme, will ich auf jeden Fall auch das Elfmeterschießen machen. Wenn ich das dann verliere, habe ich halt Pech gehabt, aber. Geil, wie es irgendwie nie eine Ecke gibt, weil der Ball halt einfach so abgefälscht wird, dass er drinnen bleibt. Oh Mann! Das ist nicht die dritte rote Karte, oder? Ne, gelb. Nur erstmal die Verlängerung retten. Und ich glaube, dann gehe ich echt auf Zeit und versuche. Weiß ich nicht, warum er das macht. Und versuche einfach ins Elfmeterschießen zu kommen, weil das scheint mir das Sinnvollste. Okay, mit zwei roten Karten in die Verlängerung, es ist krass. Mal schauen, wie es weitergeht. Och, Sokrates! Danke! Wir jetzt ein Tor fressen, ey! Wir haben so einen einfachen Scheißpass verkackt. Danke, Sokrates! Danke, Sokrates! Danke, Sokrates! Danke, Sokrates! Danke, hast du geil gemacht! Vollidiot! So ein Vollidiot, ey! Meine Fresse! Komplett bescheuert!
so dumm, ey. Super einfacher Pass und er verkackt den natürlich. Das war's. Haben wir super gut gemacht, aber der Gegner lackt halt einfach. Ach, ist das bitter irgendwie. Obwohl es natürlich verdient ist für den Gegner. Toll. Jetzt klappt echt alles. Has indicated there will be a minimum of 2 minutes at any time. Oh, ficken! Scheiße, ich werde ganz knapp mit einem Tor verlieren. Toll. Klasse ausgespielt, dieses 1 gegen 2. Wechsel. Ach, fick dich doch. Aber immerhin habe ich die Zeit gekostet. Besser als nichts. Okay, krasses Team. Werde ich eh verlieren. Ich will eigentlich nur noch einen Sieg. Ich glaube, dann höre ich echt auf. Fuck. Wieder so einer. Ich werde wahrscheinlich kein einziges Spiel mehr gewinnen, weil ich einfach zu angepisst bin und keinen Bock mehr habe.
Lauf doch mal dem Ball entgegen. Oh, wir hätten so viel Zeit sparen können. Mach's gut, mach's gut. Wie er da angreift, ganz schnell, ich eier rum wie so ein Idiot und schießt dann halt mal einen aus 100 Kilometern mit Casemiro. Oh, das wird eine ganz sehr wehtun, das wird ihn richtig ankotzen, denke ich. Mich wird's auf jeden Fall richtig ankotzen. Geiler Schuss. Und das ist ein 92er Legenden-Torhüter, ne? Oder Schmeichel, genau. Hat sich ja voll gelohnt.
Haben wir eigentlich schon durch, aber dann ist er irgendwie zu träge. Oh, hat sich leider verletzt, wie es aussieht. Er ist quasi gefoult, aber egal. Schade, dass wir den Fehler nicht ausnutzen konnten. Oh, der tut weh. Geh doch ran, Torhüter, meine Fresse. Egal. Schade, dass Raphael das Ding nicht reinmacht, dann würdest du 2-0 stehen und wir hätten, denke ich, ganz schön Ruhe. Jetzt ist es wieder viel zu eng. Oh, ich bin so müde und kaputt, krass. Es war gar nicht so ultra spät, es ist kurz nach um 11. Aber ich habe so schlecht geschlafen und wenig letzte Nacht. Es ist ausreichend. Ja, komm. Bitte diesen einen Sieg, dann werde ich auf jeden Fall erstmal eine Pause machen und dann überlege ich mir irgendwann, ob ich nochmal weiter spiele, aber wahrscheinlich nicht. Ich werde dann wahrscheinlich wirklich bei Gold 3 bleiben. Was super ärgerlich ist, nachdem ich Gold 1 geschafft habe und ja schon letzte Woche fantasiert habe, vielleicht mit ganz viel Glück Elite 3 im Monat zu werden, aber das geht nicht, wenn ich Gold 3 werde. In irgendeiner Woche. Da muss ich eigentlich immer Gold 1 werden, im besten Fall. Naja, war auch nur eine Fantasie. Hab den Spieler nicht bekommen, hab immer noch den Spieler gesteuert, der die Flanke gespielt hat, statt auf den zu wechseln, der die annehmen soll, damit ich entgegenlaufen kann. Keine Ahnung, was das wieder für ein Bug war. Oh, das war knapp. Schade. Schade. Wir haben gerade eine gute Druckphase. Denke ich auch ein bisschen angepisst, viel aggressiver in der Verteidigung. Schade. Faul, gelb. Gibt kein Gelb, okay. Puh, was mache ich denn jetzt? Oh,
Das ist Casemiro, krass. Ich habe nicht darauf geachtet, dass es nicht Willian ist. Nice Luck. Also was da Miranda macht, weiß ich nicht. Schade. Och, das war so gut, der erste Pass. Und dann kommt der zweite nicht. Schade. Komm schon, ich will das Spiel gewinnen, verdammt. Ich glaube, ich muss langsam bei Elio Nussi und Alessandrini Fitnesskarten geben. So schlecht. Eine andere Formation könnte es sein. Oh, Pirlo eingewechselt. Oh nein, es ist ein Stürmerfoul. Fuck. Das wäre sonst 2-0 gewesen. Das war über ein Lackertor, aber egal. Wieder schöner Fehler. Schade. Ein Rückpass, aber dafür kann ich nichts. Jetzt gehen wir auf Zeit. Ich habe jetzt auch überhaupt keinen Bock mehr. Ist mir alles gerade so eigentlich egal. Ich will einfach nur das eine Spiel gewinnen, damit ich nächste Woche qualifiziert bin und scheiß drauf. Aber es sieht gerade so aus, als wenn der Gegner noch mal rankommen könnte. Scheiße. Krass, dass der nur mit Ball gespielt hat. Wahnsinn. Dachte, ich packe noch mal einen aus, aber war wahrscheinlich ziemlich dumm. Vor allem, wenn ich jetzt ein Tor fress, war es ziemlich dumm, weil dann wieder das Zeitspiel weg ist. Scheint gut auszugehen. Abseits, ja. Das war's. Gewonnen. Gold 3. Immerhin. So, ja, ich mache jetzt hier erstmal Schluss und dann gucken wir weiter, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxiv. Ich will noch mal kurz gucken, dass es auch wirklich Gold 3 ist. Sehr gut. Also dann bis zum nächsten Mal. Aber ich glaube nicht, dass ich in der Weekend League noch eine Aufnahme mache. Tschüss.